Herzlich willkommen zur größten Illusion aller Zeiten, das Kino. Das Kino ist und bleibt die größte Illusion seit 1800 und knack, wie die erste Lokomotive die Menschen von den Stühlen gerissen und rausgelaufen. Wow, Magic, wow, Laterna Magica, wow. Ja, wie gesagt, nach dem 18. Jahrhundert ging es ja richtig los mit den Stummfilmen und so weiter und so fort. Und heute, im Jahre 2015, wo Krieg der Sterne ab Dezember wieder auf den großen Leinwänden zu sehen, demnächst dann auch in den heimischen Kinos. Mittlerweile kann sich ja fast jeder ein eigenes Kino leisten. Ein Beamer, ein Projektor bis zu können sich einige ja schon leisten. Das bedeutet, einige haben auch ein richtiges kleines Kino bis zu 151 Personen. Ja, die gibt es. Also bis zu 151 Personen gibt es schon private kleine Kinos. Wir führen natürlich auch ein Kino hinten ein auf 10 Quadratmeter großer Leinwand in Ultra HD und in HD. Ja, wir haben auch Ultra HD Fernseher am Start für unsere Kunden. Aber Hand aufs Herz, Krieg der Sterne 1977, wow, 2015, wow, großes Kino, Merchandising, rein wirtschaftlich, Spielzeug. Es werfen sich Fragen auf, darum ist auch diese Satire ihr bengalischen Lichter erfunden worden. Das ist der dritte Teil der bengalischen Lichter an alle, die da funkeln und strahlen und mit Püppchen spielen. Spielen wir wirklich mit Püppchen? Steckt das im Manne drin? Auch Frauen mittlerweile sind infiziert. Sie tragen es nach außen. Sie haben Lichtschwerter. Sie haben die Trikotagen. Sie haben die Kleidung. Sie sind es geworden. Sie sind zu den Helden geworden, die auf der Leinwand geboren wurden. 1975 saß da jemand und schrieb sich. 1977 produzierte er und hat es dann auf die Leinwand geworfen, ohne zu wissen, was da auf ihn zukommt. Dann ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter und 2015 geht es auch weiter. 4 Blöcke sollten kommen, dritten sind wir. 7, 8, 9 wird erscheinen. Auch Boba Fett wird erscheinen und so weiter. Es wird einfach erscheinen. Ich brauche gar nicht lange reden. Also ich brauche kein Mensch mehr irgendwie in eine Kamera reinsprechen. Kein Mensch muss mehr irgendwie sich zum Clown machen, denn die ganze Welt ist ja schon die größte Clownerie, die wir ja kennengelernt haben. Von den politischen angefangen. Ja? Heutzutage muss man doch bunt sein. Man ist doch gar kein Mensch mehr, man muss bunt sein. Da kommt man sich entgegen. Hör mal, wie bunt bist du? Ja, ich bin lesbisch, schwul, ich finde das geil. Schon ist man in. Ja, irgendwann geht's wieder los. Ja, ich bin ein Normal. Da sind die Normal. Oh, du bist normal? Ey, cool. Was ist das denn? Was ist denn normal? Ja, was ist normal? Also, die, die ganz viel Eisen im Gesicht tragen, die, die ihren ganzen Körper voller Bildnisse haben, Tattoos, die Extremos. Ja, wir leben jetzt in einer Zeit der Extremos. Wer nicht Extremo ist, ist out. Ja, viele sagen, ja, und da bin ich eben out. Nee, nee, innerlich kochen sie. Oh, ja, am liebsten möchte ich ja auch in sein. Ja, also wenn ich Handy anmache, beziehungsweise Smartphone, ne, ein Taschentuch habe ich meistens nicht in der Hand. Ein Handy ist ein, ne, also ein Smartphone es anmache, mir anschaue, was sehe ich? Was sehe ich? Ich sehe so viele Frauen, die ich noch nie gesehen habe. Aber alle sehen gleich aus, sind stark proportioniert, sind die Hübschesten der Hübschesten. Frage, wem gehören die? Ja? Ja, und bei den Männern fangen sie auch so langsam an. Next Topmodel hat ja wieder eine gewonnen. Ne? Dann sitzen sie da und unterhalten sich, wie schön das doch ist. Das ist gar nicht schön. Das ist einer der knallhärtesten Jobs überhaupt, da ist überhaupt nichts schön. Kein Beruf ist schön. Ein Beruf, sagt das Wort, ist eine Berufung, okay, dann macht man es gerne. Oder man ist hineingewählt worden und man macht es, wegen dem schnöden Mammon Geld zu verdienen. Da sind wir auch wieder beim Thema Krieg der Sterne, Star Wars. Mammon Geld zu verdienen.
Walt Disney hat es nicht umsonst aufgekauft, um uns zu erfreuen, bestimmt nicht, sondern sie wollen richtig Geld verdienen. Und darum noch einmal die Frage: Ist Krieg der Sterne Püppchenspiel, Spielzeug, Strategie, einem das Geld aus den Taschen zu ziehen? Ja, man hat da so einen Bösewicht, man hat da so einen Guten und alle mögen halt das Böse, also den Darth Vader. Den Darth Vader, ohne diesen Darth Vader wäre dieser Film vielleicht gar nicht irgendwie zu dem geworden, was Krieg der Sterne Star Wars heute ist. Darth Vader, zwischendurch kam dann ein Sith Lord und so weiter. Was jetzt alles kommt, sind normale Bösewichte, die auch normal aussehen, aber Fähigkeiten haben. Ne? So, aber wie das alles so zusammengesetzt wird, ob das jetzt einfach nur zusammengesetzt wird, weil man es kennt, Hauptsache bringt Geld, ne? Hauptsache bringt Geld, mir doch egal, ob die das mögen oder nicht, die Tendenzen sind klar, jeder mag es, jeder ist infiziert, ob groß, mittel oder klein, die Kohle muss rein, ja. Disney erfreut uns täglich an solchen Ergüssen. Die Sachlage ist einfach nur die, ist Krieg der Sterne, ist Star Wars wirklich der Film aller Filme oder halt die größte PR aller Zeiten, um damit Geld zu verdienen? Ja, vielleicht liegt es ja auch einem gewissen Alter, dass man in diesen Kostümen nicht mehr durch die Gegend rennen möchte, weil diese Kostüme ja nun mal nicht echt sind. Sie sind selbst genäht, sind Repliken, entsprechen nichts, sind rein Plastik, aus reinem Gummi. Ja, aber das Original, war das echt? Nein, war es nicht. Wenn wir das so sehen da oben, wenn Luke Skywalker da am Arbeiten ist, in einer Wüste, die auch nicht existiert, außer im Real, wo dann solche Filme gedreht werden, auf paar Quadrat, mit 30, 40, 50, 60 Menschen drumherum, die arbeiten müssen, die sowas bewegen müssen, die es fernsteuern müssen auf Kommando, damit daraus ein erstklassiger Film wird. Ein Film. Und wir sind immer noch so begeistert wie 1800 Knack, wo die erste Lokomotive, die einem entgegengekommen war, alle aus dem Kino haben hinaus getrieben und laut geschrien. Teufelswerk. Ja, und heute sitzen wir mit Brillen im eigenen Kino oder im richtigen Kino und schauen es sogar in 3D. Aber nicht in dem 3D wie erfunden bei IMAX. Das ist schon mal klar. IMAX ist und bleibt 3D. Und wer Krieg der Sterne, Star Wars im echten 3D sehen möchte, ja, der müsste an sich in ein IMAX-Kino gehen. Ja, ich frage euch noch einmal, sind es nur Püppchen, mit denen man da spielt? Ist es wirklich Kult? Ist es nur eine Laune, bis was Neues kommt? Was ist Krieg der Sterne? Was ist Star Wars? Die Kamera läuft auch. Okay, Ruhe bitte, das hätte ich vorher sagen müssen. Und so ein richtig energisches in die Kamera rein. Und bitte. Ey, das ist nur ein Film. Nur ein Film. Danke. Den nehmen